kriege halt Besuch von einem Herzblutschlierseher und freue mich schon ganz nervös drauf. Bin schon ganz aufgeregt und bin gespannt, was er mir alles erzählt. Der Popsi folgt zwar nicht, dafür bellt er viel. Ah, okay. Also, was hat dich dazu bewegt, nach Schliersee zu ziehen? Das war eigentlich Zufall, dass ich hier gelandet bin. Mach mal Platz. Also, weil das Schliersee inspiriert für so neue Geschichten, die du erzählen kannst? Auf jeden Fall. Also, mir fällt hier zum Beispiel das Arbeiten viel leichter als in der Stadt. Entweder liegt es tatsächlich an der Natur oder so. Da, wo ich bin, sozusagen hier im Schliersee, da ist auch viel Wald gleich. Und das ist eine andere Ruhe als eine Stadt, obwohl die jetzt auch nicht laut ist. Aber trotzdem in der Stadt, da ist das. Und hier ist man sofort viel mehr fokussiert, kommt mir vor. Also wenn ich was schreiben will oder so, dann geht es hier leichter. Also ich kann dann hier auch tagelang am Stück einfach was arbeiten, konzentriert sich zwischendurch mit dem Hund. Also so wie es Klischee eigentlich ist. Man schreibt, sitzt am Computer und geht raus und geht mit dem Hund und dann geht es wieder weiter. Und abends. Moni? Was machst du ganz besonders in Schliersee? So, ja. Und zwar der See, die Berge, gut, bin ich auch großer Freund, Bergfreund oder Wald, mag ich wahnsinnig gern. Und da gab es halt alles und dann noch die Leute, also die Menschen. So, das war halt, okay, das habe ich vielleicht nicht leicht, weil viele mögen halt die Figur Johannes Staller, sag ich mal so. Und dadurch hatte ich gleich überall so einen Sympathiebonus. Ja. Und die Leute sind mir sehr offen entgegengetreten. Also ich habe für mich eigentlich sofort daheim gefühlt. Also man hat so viele Möglichkeiten. Man kann auch einfach bloß, ich liebe es auch einfach bloß um den See latschen. Also so, wo man so wie am Meer ist ja das auch. Der Vorteil am Meer, man kann einfach stundenlang am Strand entlang gehen und hier kann man halt stundenlang um den See laufen. Hier gefällt es mir. Genau. Das ist ein Wahnsinnsgarten. Das ist schick, gell? Hast du in Schliersee schon einen Lieblingsnachbarn entdeckt? Was du sagst, da bist du ganz besonders gern? Also schon, ich mag natürlich auch bei nicht so schönem Wetter, ich mag wahnsinnig gern das Stück, sozusagen wie das wie so eine alte Promenade ist, wenn man beim Schliersee hoch weitergeht, wo die Bootshaltestelle ist. Also das Stück, wo diese Laternen sind, so am See, das mag ich wahnsinnig gern. Kuchen ist auch nicht schlecht, aber wo sind wir hier? Beim Hähnerer. Platz. Die macht Schliersee. Soll ich das sagen? Ja, doch, meistens schon.